Das war unsere Küche, als wir in unsere Wohnung eingezogen sind und uns hat sie nicht so wirklich gefallen. Wir wollten keine braunen Holzoptikschränke, sondern weiße haben. Also haben wir sie mit Klebefolie beklebt und das haben wir dann bei den ganzen Schränken gemacht. Und dann kamen wir zu der Arbeitsplatte, die war ja hell und die wollten wir aber jetzt dunkel haben und deswegen haben wir da auch mit Klebefolie gearbeitet. Da haben wir uns für ein dunkles Marmordesign entschieden und beim Waschbecken mussten wir natürlich mit schmaleren Stücken arbeiten, weil wir ja ums Waschbecken herum geklebt haben. Das ging aber wirklich super einfach. Wir haben immer lieber zu viel Folie genommen und dann den Überschuss mit dem Cuttermesser weggeschnitten und das haben wir dann mit der ganzen Arbeitsfläche gemacht und das hat wirklich so einen krassen Unterschied gemacht. Und dann kam nur noch der Feinschliff, ein paar Sachen an die Wand, auch neue Hängeschränke und das ist jetzt das Endergebnis. Der Vorher-Nachher-Vergleich ist wirklich krass, sieht einfach komplett aus wie eine neue Küche.